Moin, hier ist Björn aus Ostfriesland. Zweiter Tag oder dritter Tag, heute mache ich einen zweiten Ausflug. Hier, man sieht's, fahren nach Langeoog. Ich habe das Auto gerade abgestellt, die anderen sind schon drin. Gehen wir mal gucken, mal sehen, wie der Tag wird. Ich hoffe, das Wetter wird besser, weil, Achtung, kurze Sachen an, aber da oben, das sieht nicht gut aus. Wir gucken mal. 22,50 Euro einmal auf die Insel. Wenn du einen Hund mitnimmst, nochmal 20 Euro. Wenn du 5 Euro Parkplatz und Fahrrad, 24 Euro, E-Bike, 30 Euro Zusätze. Dann wisst ihr, wo die Kohle gemacht wird. Früher Piraten, heute das Geschäft. Legal, vom Staat. Unterstützt. Und schlechtes Wetter. Und Scheißwetter. So sieht es jetzt hier aus. Sauber. Hast du gerade hier auf Arme? Ja. Fühlst du schon? Ach, filmen soll ich. Sagst du noch was? Oder? Five Freaks. Ja, da können wir. Schöne Brotzeiten. Auf dem Weg nach Langeoog. Also Langeoog oder Langeoog? Langeoog. Langeoog. Kurze Ja, wir wollen mal gucken. Bis später. Flinthörn nennt sich das, Flinthörn, Langeoog, immer entlang der Dünen, anstrengend wie Sau, anstrengend wie Sau. Wir haben ja erst angefangen gerade. Achso, okay. Was ist denn hier los? Stopp! Was soll das eigentlich immer, oder? Es ist alles nur eine Show. Das ganze Leben ist eine Show. Können wir nicht gleich mit dem Programmpunkt. Ich bin so fertig, ich muss ja erstmal eine rauchen, damit ich wieder Luft kriege. Bei Wolle in Flensburg wäre der Marginalität doch auch. Ja. Aber sowas brauchen wir auch noch bei uns im Garten aus. Beim Nachbarn im Schlafzimmer zu gucken. Wie viel Sand? Das hat was. Ja. Ich hab Durst. Jo. Dringend. Zwei Fische mit Bismarck. Ja, endlich. Fischbrötchen auf Langeoog. Muss sein. Ja. 3,50 geht. Touristenpreis? Muss sein, ne? Ja.
So eine Axt raus, dann ich habe mal so mitgebracht, mal zum Angeben. Das ist die Nummer, er hat sie ja von der Nummer 1 bis zu seinem Tod durchnummeriert. Ja. Das ist die 8986. Ich habe mal so richtig zum Angeben mitgebracht. Ich habe ein paar Teilsüringen noch zu Hause. Die kriegt aber nicht alle mal der Rippen irgendwann, ne? Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich in die Kiste gehe, dann darf er kommen. Oh ja. Oh, geil. Warte mal, halt mal hier hin, Wolfgang. Mhm. Toll. Das ist übrigens echtes Elfenbein. Er hatte noch, als er starb, waren noch einige Stangen Elfenbein da. Übrigens, seine gesamte Werkstatt, die ist jetzt bei Holmer Knudsen. Ja, als er starb, hatte sie in der seine richtige Pfeifensammlung, diese englischen Glaspfeifen und alles. Das hat ja ein Auktionshaus aus Süddeutschland alle aufgekauft. Und das sind ja seine privaten, die er privat geraucht hat, die er für sich gebaut hat. Und sind wieder da. Der andere ist völlig leer, war in leer. Ja. Ich habe mich davon weggehalten, durch die Dünen latschen, ich bin doch nicht beknackt. Und er hat das gewusst, er hat es uns nur nicht gesagt. Ja. Wir haben geschwitzt wie die Ochsen. Ja, es wurde echt heiß zum Schluss und vor allem, ja, wir haben noch nichts getrunken, aber wir sind rot. Ja. Die Sonne hat auf einmal dann doch geschienen wie so. Wie ich war schön in Holland, das hat mir gefallen, ich war in Leer, fantastische Stadt. Hätte gar nicht gedacht, dass die Ostfriesen so was auf die Beine kriegen mit so einer hübschen Stadt wie Leer. Das war richtig schön, hab schön Piep geschmückt, das war toll. Und kein Sand an den Füßen. Wie lange dauert denn das mit Feuer und Bürsten insgesamt? Zeit? Na, wenn wir jetzt anfangen, dann musst du sagen, du bist ja Grillmann. Die Bürsten kannst du grillen, oder werden die auch rußig? Ja. Deswegen heißt das auch Russland hier, ne? Ja, ja. Ne? Und, wenn deine Würstel immer so rußig werden. Ich warte, jetzt gibt's wieder Karzinomwürstchen. Wir melden uns nachher nochmal. Ja. wie lange brauchen wir Anzündkamin? 10 Minuten.